Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich positioniere gerade nochmal die Uhr fix. So, okay. Ja, und da stabilisieren sich jetzt auch die FPS, das ist sehr schön. Ja, vielleicht schaffe ich es heute, die Folge mal pünktlicher rauszukriegen. Also pünktlicher sowieso nicht, 15 Uhr ist definitiv schon vorbei, weil das ist in 5 Minuten. Aber, vielleicht schaffe ich heute sogar zwei Folgen aufzunehmen. Wäre nicht schlecht, weil ich am Morgen gar nicht da bin. Morgen ist ja Vatertag. Und, oder Herrentag, sagen wir es so. Und da bin ich dann eigentlich gar nicht da. Denn da bin ich bei mir zu Hause. Huch, warum torkel ich denn so? Aber das macht ja nichts. Ihr habt wahrscheinlich auch was vor und dann passt das auch. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich muss zum Beispiel Freitag arbeiten. Bin ich ja, freue ich mich natürlich sehr. Und wir waren ja zuletzt stehen geblieben hier, ne? Bei dem Plan des Plans. So, so hatten wir das. Und dann hatten wir die hier weg, ne? Und dann wollte ich doch hier sowas machen, ne? So ein. Hey, was mache ich denn hier so? Mit zwei. Genau, so ein Graben wollte ich eigentlich bauen, oder? Wäre ja an für sich nicht schlecht. So eine. Na, keine Schaufel? Warum mache ich keine Schaufel? Was ist denn hier los? Wir hatten noch einen, oder? Naja, wie dem auch sei. Joa, heute haben wir... Was haben wir für einen Tag? Mittwoch, ne? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall der 13. Ich hatte schon wieder Frühschicht. Und bin ziemlich müde gerade. Aber ich habe auch eigentlich Bock, richtig viel zu machen. 1, 2... Ich muss gerade mal wieder den Ton auf den Kopfhörern ein bisschen leiser stellen, weil das Knatschen der Schublade hier gerade war sehr laut. Der kann weg, alles klar. Warte mal, hier haben wir doch noch Pflanzen gehabt. Hallo Huhn. Ja, zack und zack. So ein Zeug. Zur Kiste. Siehst du, die wollten wir auch platzieren. Ach. So, so, so. Und dann passt das hier hin und das passt natürlich so hin. So. Kies? Naja, komm, nehmen wir mit. Ja. Es geht jetzt weiter am Torbau. Vorne. Beim Eingang. Eingangstor. So. Tunnel ist ja schon echt cool, aber irgendwie fehlt hier noch was. Hier müssten irgendwie Lampen noch mehr sein, oder? Wobei, es hat schon atmosphärisch was, ne? Ja, wir lassen das so. Das passt schon. Vielleicht kann man denn hier in den Dingern auch irgendwie so Stallungen oder irgendwelche Gefängniszellen hier drunter. Das ist doch ideal. Das ist eine coole Idee. Das ist eine super Idee. Okay, buddeln wir erstmal. So. Ja, das Buddeln ist jetzt leider unumgänglich und, ach ja, hier ist ja ein See. Mal gucken, wie wir das Seeproblem beheben. So. Ja, also ich möchte auf jeden Fall mit euch zumindest den Anfang bauen. Und dann halt immer nach und nach. Na gut, eigentlich nach und nach. Warum? Was ist hier los? Voll oder wie? Kiste und die hier können wir noch platzieren. Was ist denn los? Und zwar machen wir das einfach hier vorne direkt, ne? Zack und zack. Dann können wir hier mal die Steine einlagern. Die normalen Steine. Und die Erde auch. Oh, das war Fichte. Fichte. Erde, Erde, Erde. Erde, Erde, Merde. Wobei, ein Stack sollten wir vielleicht behalten. Okay. Ah, meine Augen brennen. Brauche ich die Tabletten? Ja, ich sag euch das. Allergien sind echt bescheiden. So. Dann gucken wir mal. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre eine kleine Brücke. Eine kleine Brücke möchte ich nicht. Ich möchte lieber eine etwas größere und mache daraus einfach 7. Das wird dann natürlich ein richtig dicker Otto. Mache ich das so? Ich weiß es nicht. Ist das klug? Gut, ich meine, hätte man hier direkt einen Kanal... Der Kanal würde dann hier in den Berg reinführen.
meine, die hauptsächlichen Feinde kommen eh vom Land und wollen dann über die Berge, können sie nicht, ist klar. Also kommen die dann ja durch den Wald und dann wäre es hier sinnvoll, weil da hinten ist ja Wasser und da ist auch Wasser. Da ist Berg, Wasser, Wasser. Also, ja gut, dann müssen wir hier, dann müssten wir hier einen Kanal bauen und könnten wir in diesem Kanal natürlich auch sowas wie der Binnenschifffahrt machen, also die halt von dem, von dort hinten irgendwann von der Steinmine dann halt Steine zum Beispiel liefert oder Holz hinliefert. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Alles klar, machen wir so. So, und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also hier. Hm? Das wären dann 7. Und hier brauche ich dann definitiv mal Unterstützung. Da muss ich mir dann vielleicht den Delfino, wenn der Lust hat. Oder irgendjemand, der eine gute Schaufel hat, damit hier die ganze Erde abgetragen werden kann. Ja, genau dich meine ich. So, ne, so. Also ich baue jetzt hier die Brücke und die ersten paar Meter mit euch. Und wie gesagt, der Rest passiert dann halt nach und nach, immer wie Material da ist. Material, Zeit und natürlich Unterstützung. Wobei eigentlich müsste ich das ja auch alleine schaffen. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie Verletzungen habe oder... Na ja gut, nur Zeitmangel, ne? Das ist immer so ein Problem. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Und während wir am Buddeln sind und... Ach ja, hier ist ja der See. Hm. Warte mal, den See, den können wir doch schließen. So. Hallo? Was? Drei tief? Ich glaube, es hackt. Gibt's nicht. Es war ein schöner See gewesen, aber der ist uns hier ein bisschen im Weg. Und der See wird ja sowieso dann zum Kanal umfunktioniert. Früher oder später. So, dann kann ich hier das Kieszeug weg. Der Stein hier auch. So. Das hier auch, der auch. Ja, es dauert jetzt alles ein bisschen länger, aber das macht ja nichts. Ihr habt ja bestimmt Zeit und vom Gucken her würde ich sagen, ja, es ist eine Folge, da wo man einfach ein bisschen das Gelabere in den Hintergrund als ja. Ich meine, wenn man selber in Minecraft ist, dann ist es meistens immer sehr angenehm, wenn man jemanden im Hintergrund reden hört. Mist, ich bin ja doof. Ich denn hier. Und es ist ja so auch, dass in dieser Folge heute nicht sehr viel passieren wird. Also zumindest habe ich nichts geplant. Kann natürlich sein, dass hier Werkzeug kaputt geht. Oder dass vielleicht der Kult sich wieder zeigt. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Nein. Also geplant ist da nichts und es wird auch erstmal nichts geplant sein, großartig. Und die Oma Luise war das, glaube ich, ja? Ja, doch, war's. Die meinte auch, dass der Förster eigentlich außerhalb gebaut werden müsste. Dann sieht er, vielleicht bauen wir jetzt den Förster. Dann könnten wir doch vielleicht noch was bauen. Viel zu tun. Aber das wäre gar nicht so schlecht, denn da wäre der Förster hier vorne irgendwie so. Also, hier ist ja dann der Kanal, der hinführt zu dem Berg. Und davor dann so irgendwie, ne? So ein kleiner Förster und daneben dann vielleicht Jagdhütte. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Habe ich irgendwo ein Bett? Habe ich nicht. Schiete. So. Gut. So weit, so gut. Ja, wir werden noch hier zwei Reihen ab. Machen mit Erde und... Also Erde werden wir demnächst genug haben. Mehr als genug. Wir werden uns mit Erde totschlagen können. Aber vielleicht werden wir auch noch genug Erde brauchen. Und ein Sprichwort passt da auch wieder. Was man hat... Hat man, oder anderes Sprichwort, haben ist besser als brauchen. Müsst ihr euch immer merken, haben ist besser als brauchen. Hat es natürlich so auch eine gewisse Messi, also nicht der Fußballspieler, sondern Messi mit Müll anhorten. Horten hört ein Hu, ja. Müll anhorten, ja, wie nennt man das? Messi-Mentalität. Aber, ja, was man hat, hat man, ne? Und haben ist besser als brauchen.
guck mal, ich finde das hier, guck mal, das sieht perfekt aus. Die Farbe ist doch ideal. Zack, und darüber sieht aus, als wenn es halt in der Mauer da hinten ist. Und dabei ist nur die Lampe. Ja, ich muss mich ja schon selbst loben, wenn es kein anderer tut. Nicht wahr, Freunde? Was ist hier los? Leon könnte ich auch mal wieder schnell ins Bett. Gute Nacht. Erste Nacht ist um, ne? Dann. Zack. Oh, mein Ohr juckt. Oh, heute bin ich auch nicht so. So fit. So. Was sagt der Kaffee? Der Kaffee ist noch. Oh, schön heiß. Das passt so. Okay. Was ist hier los? Steine, seht ihr? Die Steine können wir dann auch gleich mitnehmen. Kriegen wir noch ein paar Level. Was ist hier mit dir? Gib mir das. Leer? Ne, das ist nicht leer. Joa. Ja, es wird warm, ne? Warm bedeutet Sommer. Sommer ist gut. Also für dich. Seid ihr eigentlich mehr Sommerkinder oder eher so Winterkinder? Das wäre auch eine wissenswerte Sache. Mögt ihr lieber mehr den Sonnenschein oder eher so Frühling, wo halt auch ein bisschen stürmisch ist, so wie gestern zum Beispiel. Gestern war es ja richtig krass hier. Da war es ja so, dass ich mein Arbeitsbereich, wo ich immer abends sitze, ist halt direkt so neben dem Fenster und es hat halt geblitzt und gedonnert. Ja, allerdings war der Blitz, der hier einschlug, genau neben dem Fenster, in dem Haus und das war so laut, ich habe gedacht, ich fall vom Stuhl. Ja, da lacht jetzt der eine oder andere, aber es war schon echt heftig. Aber ich dachte, oh, ob das so gut ist? Aber gut, was soll's. Ist halt Gewitter und die böse Erderwärmung. Klimawandel. Ist auch so ein Thema, Klimawandel. Alle sagen, ja, Treibhauseffekt und hier Abgase von Autos und den ganzen Kram, alles ist daran schuld, alles böse. Aber die Dinos, die waren auch in der Eiszeit irgendwann. Und ich meine, davor war es ja auch so, dass mal richtig kalter Winter war und dann halt kaum ein Winter. Also es ist ja so, dass sich die Erde nicht auf einem genauen Punkt rotiert. Sie bewegt sich ja ungleichmäßig, sage ich mal. Also wenn man sich das guckt, die Erdachse, die ist ja nicht genau senkrecht. Also nicht genau so wie hier dieser Balken, also dieser, ja? Sondern die ist ja so leicht versetzt, so diagonal. Und dadurch ist natürlich dann auch klar, dass mal Deutschland näher der Sonne ist und mal Afrika näher der Sonne ist und so unterscheidet sich das halt. Und die Erdumlaufbahn, also beziehungsweise die Kreise um die Sonne herum, sind ja auch meines Wissens, ich könnte mich da jetzt auch irren, da möchte ich jetzt keine Hand ins Feuer legen, sind ja meines Wissens auch ellipsenförmig. Ja, und das sind alle sagen, ah, die Welt, viel zu warm und Treibhaus und hast du nicht gesehen? Das finde ich dann schon so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? So, das wird auf jeden Fall die Brücke, die wird noch ein bisschen verfeinert, logischerweise. Oh, nee, da nicht. So, hier, das ist nur das Außengestell, ne? So, dann so und so und hier komplett rüber, ne? Zack, zack und dann hier ein ran. Blopp. Na, seht ihr? Was brauchen wir? Wir brauchen dafür natürlich Steinstufen und dieses hier einmal und nochmal und dann können wir uns hier auch ein paar Steinchen herstellen. Zack. So ist das Ganze. Dann brauchen wir die hier. 40 sollten nicht reichen. Und wir brauchen die hier. So, als erstes legen wir natürlich hier den Weg. Den legen wir fertig. So, 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 na, jawohl. Und dann kann hier auch theoretisch das raus. Und dann kann natürlich auch hier, Steinstufen. Schon wieder eine Schaufel kaputt, wie schnell geht denn das? Dann können hier natürlich auch die Steinstufen rein. Gut, jetzt werden sie natürlich doch nicht reichen, aber
So ist das Leben, ne? Immer ungerecht und unfair. Zack, 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 zack. Nee, warte mal, warte, 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 warte. Doch, 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 passt. So. Zack. Okay, das sind irgendwie jetzt viele. Warum? So. Dann ist es ja so, dass die Treppe... Jetzt mach ich mal die Brücke, die mache ich hier so. Und dann so, ne? So sieht es gar nicht schlecht aus. So und so. Mit so einem kleinen Überstand. Ist hier nochmal ein bisschen Erde weg. Ja, den Kanal. Vielleicht sollten wir da uns einfach mal den Delfino, der hat ja auch einen Kanal gebaut, den Delfino hier herholen und sagen, ey Delfino, wie sieht denn das aus? Hast du nicht mal Lust, bei uns einen Kanal zu bauen? Bist doch schon Kanalprofi-Bauer. So. Und dann soll das Ganze später denn hier so ein bisschen so und warte mal, da müssen wir den hier nehmen. So und dann so, ne? Joa. So finde ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, ein bisschen einfallslos, aber soll ja auch nur eine Brücke werden. Und kein Kunstwerk. Wobei, dann können wir den hier wegmachen. Und den hier und machen da lieber die hier hin, ne? Und das gleiche dann hier unten. Und da. Und da ja sowieso und ja. Doch, ich denke, das wird ganz gut aussehen, ne? So und so. Ja, ist halt eine einfache Brücke, ne? Kennt man ja. Kennt man doch. Einfache Brücken, Mensch. Freunde. Allerdings, weiß ich nicht, ob ich die jetzt komplett so mache. Mache ich dies hier? Oder mache ich das so? Mache ich das hier? Würde sich ja anbieten, ne? So ein bisschen versetzt. Huch. So nach innen. Ja, ich mach das so. Das wird schon. Aber dann wird die Brücke auch wieder länger. Arg. Ja, muss ich jetzt mal aufpassen. Da muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ich hatte ja vor, diese Steine hier zu nehmen. Das heißt, hier müssen die dann so werden, ne? So und dann so. Ja, und hier drüber dann natürlich die, ne? Und schon wird die ganze Brücke ein bisschen hässlich. Gut, wir können dann natürlich den hier wegnehmen und das Ganze dann so ein bisschen verfeinern. So. Den hier können wir dann auch nochmal wegnehmen und ein Stück vorziehen. So, dann geht das Ganze schon wieder, ne? Warte mal, dann ziehen wir den hier auch noch einen vor. Dann muss das so und so. Das soll ja nur eine normale Brücke sein. Und hier oben könnte man dann auch so eine Steine legen, ne? Ich weiß nicht, wie sieht es denn besser aus? Doch, das passt, glaube ich, schon. Ich meine, hier kann man ja dann vorbei, notfalls, wenn man da unbedingt durch muss. Aber dann können wir hier... hier, hier und hier wegnehmen und können das so machen. Ich baue mir hier eine Naht zurecht, wisst ihr das? So. Gut, jetzt haben wir trotzdem nichts gewonnen, weil na, wisst ihr, die Brücke ist ja dann trotzdem so. Aber ich finde schon, dass es besser aussieht. Wie? Was ist hier los? Leer? Geht ja gar nicht. Oder? Oder was meint ihr? Ich bin mir da noch sehr unschlüssig. Türme und dann die Brücke. Nee, das ich reiß das nochmal ab und ich werde... ich sehe gerade, dass die Sonne untergeht. Das ist natürlich alles ganz bescheiden wieder.
Ich werde das Ganze nochmal abreißen und ich werde einfach eine Brücke bauen. Offscreen. Und dann könnt ihr mir sagen, ob euch das gefällt, beziehungsweise werde ich eine Seite anfangen und dann das halt mal, ja, damit man mal sieht, was ich meine, also wie das aussehen könnte. Und dann sagt ihr mir, ob ihr das so haben wollt oder ob ihr sagt, nee, das sieht aus wie, wie Käse. Nicht gut. Ne? Von daher, kann ich mich eigentlich schon mal verabschieden von euch. Ist alles Mist. Baue ich gleich zu Ende. Aber ihr wollt ja auch, aber ihr wollt ja auch heute eine Folge sehen. Deswegen kann ich nur eine Folge aufnehmen. Und, ja, morgen ist, Donnerstag. Donnerstag ist Feiertag. Donnerstag bin ich nicht da. Eigentlich muss ich nachher nochmal eine Folge aufnehmen. Vielleicht mache ich das Ganze dann auch in der Folge. Oder feiertags lasse ich keine, nehme ich keine Folge auf. Oder ich nehme einfach jetzt, wisst ihr was, ich nehme einfach jetzt im Anschluss noch direkt eine Folge auf, wo ich die Brücke noch ein bisschen baue und die seht ihr dann morgen. Am Donnerstag, ne? Also in diesem Sinne, tschüss und bis morgen.